Mit ihrem Debütspiel Dorfromantik sorgte das Berliner Indie-Studio Tucana Interactive bereits 2021 für Schlagzeilen, sogar international. Und auch die Spieler der Early Access-Versionen auf Steam und GOG waren begeistert. Auf Steam steht der entspannte Aufbautitel aktuell bei einer äußerst positiven Gesamtbewertung in den User-Reviews. Und dabei war Dorfromantik noch gar nicht fertig, denn der volle PC-Release folgt nun erst am 28. April, rund ein Jahr nachdem das Spiel beim Deutschen Computerspielpreis bereits in mehreren Kategorien abgeräumt hatte. Aber was bietet die Release-Version nun an Neuerungen und wurden die vielen Wünsche der Fans, die seit dem Early Access-Start immer mehr Modi und Features gefordert hatten, erhört? Das und mehr klären wir in unserem Testvideo. Dieses Video wird präsentiert von TikTok. Doch für alle, die noch nie was von Dorfromantik gehört haben, hier erstmal die Grundlagen. Auf dem Papier liest sich das Spiel nämlich eigentlich recht simpel. Wir müssen hexagonale Kärtchen aneinander legen, um diese miteinander zu verbinden. Gleiche Kanten bringen uns dabei Punkte. Hierfür liefert uns der Kartenstapel 6 Geländearten in verschiedensten Kombinationen, nämlich Häuser, Wiesen, Bäume und Felder sowie Schienen- und Wassersegmente. Gewässer finden wir als Fluss mit bereits festgelegtem Flussbett oder als Teil eines Sees. Besonders gut gefallen uns dabei die Ufer, die sich sogar sanft an ihre benachbarten Kärtchen anschmiegen. Nun platzieren wir Baum an Baum und Feld an Feld und versuchen, ungleiche Seiten möglichst zu vermeiden. Das ist aber oftmals leichter gesagt als getan, denn auf unserem begrenzten Kartenstapel sehen wir neben dem aktuellen Kärtchen nur noch 2 weitere in der Vorschau. Vorsichtiges Vorausplanen ist daher nur bedingt möglich. Damit unser Spiel jedoch nicht zu schnell endet, wollen wir natürlich möglichst viele perfekte Platzierungen schaffen. Passen alle 6 Kanten genau zusammen, bekommen wir nämlich auch noch ein Kärtchen als Belohnung. Das alleine wäre aber immer noch zu wenig für ein längeres Spiel. Also kommen wir nicht drum rum, uns mit den Quests auseinanderzusetzen. Diese können beispielsweise daraus bestehen, mindestens 30 Häuser miteinander zu verbinden oder exakt 20 Bäume zusammenhängend zu platzieren. Schließen wir die Quest ab, bekommen wir dafür nicht nur Punkte, sondern auch 5 weitere Kärtchen auf unseren Stapel, pro Quest wohlgemerkt. Manche dieser gestellten Aufgaben sind außerdem mit einem kleinen Pfeilchen gekennzeichnet. Das bedeutet, dass nach Erfüllen der Quest eine weitere in Form eines Fähnchens erscheint und wir die eben erst gebildete Gruppe aus Häusern wieder schließen sollen. Das bringt wiederum Punkte und sorgt für weitere 5 Kärtchen auf unserem Stapel. Im Kern handelt es sich bei Dorfromantik also um einen Mix aus Geländepuzzle und Queststrategie mit einer begrenzten Anzahl an Kärtchen im zufällig gemischten Kartenstapel. Dieses Spielprinzip wird uns im kurzen Tutorial bereits sehr gut erklärt. Ebenso die einfache Steuerung mit Maus und Tastatur, mit der wir die Kamera bewegen, rotieren, zoomen und auch unsere Plättchen vor dem Platzieren drehen können. Eine Bedienung per Controller ist zwar schon möglich, aber noch nicht genügend ausgereift. Hier gelobten die Entwickler baldige Besserungen. Kein Wunder, schließlich soll Dorfromantik ja auch noch für die Switch rauskommen. Für versehentlich gelegte Plättchen oder um den Spielzug neu zu überdenken, gibt's nur noch einen Rückgängeknopf, mit dem wir das zuletzt platzierte Kärtchen nochmals auf den Stapel zurücklegen können und so einen eventuellen Fehler wieder korrigieren. Mit zunehmender Größe unserer Landschaft steigt auch deren Komplexität. Je länger wir spielen und je mehr Quests auf unserer Karte gleichzeitig aktiv sind, umso schwerer werden auch die Aufgaben. Um auf einer großen Karte und der hohen Anzahl an geforderten Teilen nicht den Überblick zu verlieren, können wir mit dem Tastenkürzel H alle aktiven Quests hervorheben. Dadurch leuchten die Fähnchen freundlich auf und Quests, die sich außerhalb des Bildausschnitts befinden, werden uns am Bildschirmrand angezeigt. Durch Klick auf ein Feldsymbol am oberen Rand beispielsweise verschiebt sich so die Karte zu der laufenden Feldquest im Norden. Zusätzlich zu den Quests gibt es auch spielübergreifende Herausforderungen, von denen zu Beginn 6 unterschiedliche freigeschaltet sind. Wollen wir gezielt auf eine davon hinarbeiten, pinnen wir sie einfach im Belohnungsmenü an und fortan wird diese rechts oben im Spiel angezeigt. Gemeisterte Herausforderungen bringen zwar keine weiteren Karten auf unseren Stapel, dafür aber einzigartige optische Anpassungen wie neue Biome, Skins oder Sonderkärtchen. Unsere mittlerweile mehr als 25 Schienen lange Zugstrecke hat uns so nicht nur eine Dampflok beschert, die dort fröhlich auf- und abtuckert, sondern auch gleich noch eine neue Lackierung für die Lokomotive freigeschaltet. Indem wir unser Gebiet an weiß hervorgehobene Sechsecke anschließen, decken wir außerdem spezielle Kronenquests auf.
Meistern wir die, erhalten wir zusätzlich neue Herausforderungen für unser Belohnungsmenü. Die gestalten sich in den ersten paar Partien zwar noch leicht, werden aber mit fortschreitender Progression zunehmend kniffliger. Die ab dem nächsten Spiel dann verfügbaren Belohnungen sorgen nicht nur für immer abwechslungsreichere Landschaften, sondern auch für richtig Leben auf unserem Bildschirm. Das motiviert zusätzlich und sorgt gleichzeitig für einen enormen Wiederspielwert. Die 6 unterschiedlichen Biome geben unseren Dorflandschaften zudem ihren ganz eigenen Charakter und sorgen für die passende Stimmung. Das fast schon zen-artige Spielprinzip aus Legen und Bauen ohne Zeitlimit stellt uns, wenn auch fordernd, zu keinem Zeitpunkt unter großen Druck. Ganz im Gegenteil. Die malerische Kulisse aus Lavendel, Fjord oder Winterparadies wird von einem minimalistischen, unaufdringlichen Soundtrack untermalt und macht Dorfromantik so zu einem Erlebnis, bei dem Ruhe und entspanntes Knobeln vor Action und Überreizung stehen. Kleine optische und akustische Erfolgsfeedbacks und das Glücksgefühl, mit dem Spiel zu wachsen, verweben sich zudem nahtlos mit dem zutiefst meditativen Charakter des Spiels. Dieses gelungene Konzept aus entspannter Puzzleperfektion, die uns mit ihren Quests und Herausforderungen ständig die Karotte vor die Nase hält, funktioniert bereits zu Beginn des Early Access erstaunlich gut. Umso überraschender, dass anstelle eines erfahrenen Entwicklerstudios 4 Studenten aus Deutschland hinter dem Projekt Dorfromantik stehen. Die Erfolgsgeschichte wie aus dem Bilderbuch beginnt in Berlin, genauer gesagt im Masterstudium Game Design an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, allerdings nicht als Studienprojekt. Die 4 Studenten gründeten nämlich neben ihrer Ausbildung das Indie-Studio Tucana Interactive, um in ihrer Freizeit ein Spiel zu entwickeln. Im April 2020 bastelte das Team innerhalb weniger Wochen rund 10 verschiedene Prototypen zu unterschiedlichsten Spielen, bis schließlich die Idee zu Dorfromantik reifte. Der Grundstein war gelegt. Der erste echte Dorfromantik-Prototyp entstand dann übers Wochenende beim Game Jam Ludum Dare, ein Event, an dem Entwickler aus aller Welt teilnehmen. Ausgestattet mit jeder Menge Rückmeldungen und Verbesserungsvorschlägen strickten die 4 weiter an ihrem Aufbaustrategiespiel und veröffentlichten es im März 2021 als Early Access auf Steam und GOG. Doch was hat sich abgesehen von ein paar Bugfixes und Balancing seit dem Early Access eigentlich getan? Der klassische Modus, also das Herzstück von Dorfromantik, den wir euch zu Beginn dieses Videos vorgestellt haben, ist laufend gewachsen und wurde nahezu bis zur Perfektion verfeinert. So wurde das Spiel um Speichermöglichkeiten, viele weitere Plättchen, neue Sonderkärtchen und Herausforderungen sowie stimmungsvolle Biome ergänzt. Dass die Entwickler die Wünsche der Community ernst nehmen und mit ihren eigenen Vorstellungen in Einklang bringen, zeigt sich nicht nur am intensiven Feedback in den Steam-Foren und auf Discord. In den Patch-Notes sind Änderungen, die durch Ideen oder Wünsche der Spieler umgesetzt wurden, sogar liebevoll mit Blümchen verziert. Pünktlich zur Gamescom im August 2021 wurde der neu spielbare Kreativmodus präsentiert und die Entwickler heimsten den Indie Arena Booth Award für das beste Spiel des Jahres ein. Des Weiteren hagelt es Auszeichnungen beim Deutschen Computerspielpreis 2021 für bestes Debüt und bestes Game Design. Die Nominierung für das beste Familienspiel unterstrich zudem den generationsübergreifenden Charakter und das gewaltfreie, friedvolle Spielprinzip. Doch zurück in die Gegenwart. Neben dem Kreativmodus und dem klassischen Modus sorgen zudem 4 weitere neue Spielmodi mit eigenen Ranglisten für ordentlich Abwechslung in der Full-Release-Version. Nach jeder Partie zeigt uns Dorfromantik nun Statistiken zum Spielverlauf und die eigene Platzierung. Die ist direkt mit unserem Steam-Account verknüpft, wo wir die Punkte aller Spieler gefiltert nach den Modi sehen. Hier wäre es aber schön, wenn die Ranglisten künftig direkt im Spiel und plattformübergreifend abrufbar wären. Im ohnehin bereits beliebten Kreativmodus bauen wir seit jeher ohne Quests und Punkte einfach drauf los und überspringen beim endlosen Kartenstapel Plättchen, die uns nicht gefallen. Seit dem Einbau des Modus wurden aber auch hier die Funktionen laufend erweitert. Bereits platzierte Teile kopierten wir jetzt mit der Pipette oder werfen sie neuerdings in die Mülltonne. Toll, dass wir uns für vorhandene Lücken jetzt auch perfekt passende Puzzleteile erstellen können. Indem wir unseren Ideen einfach freien Lauf lassen, entstehen so ganz einzigartige Dörfchen. So wie dieser Dorfromantik-Schriftzug. Damit können wir etwa bei den Steam Community Events namens Creative Showcase um die Top 3 Platzierung wetteifern. Im neuen eigenen Modus ist ebenfalls beinahe alles individualisierbar. Spielen wir lieber auf einer Karte mit hauptsächlich Bäumen und Häusern und nur wenig Quests oder bevorzugen wir stattdessen Eisenbahnromantik mit besonders vielen Schienen und ohne Fahnenquests? Hier liegen die Entscheidungen ganz bei uns. Doch anders als im Kreativmodus werden hier die Punkte mitgezählt. Der erstellte einzigartige Seedcode kann zudem kopiert und mit anderen Spielern geteilt werden. Das Ringen um den Highscore mit dem gleichen Kartenstapel und den gleichen Regeln hat uns im Test besonders gut gefallen.
Für die Ergebnisse und Statistiken nach einer Partie gibt es allerdings keinerlei Möglichkeiten, diese miteinander zu teilen. Das ist ernüchternd, denn gerade hier wäre noch so viel mehr Potenzial aller Best-of-5-Series herauszuholen. Die ebenfalls neu hinzugekommenen Modi Schneller Modus und Schwieriger Modus eignen sich speziell für kompetitive Spieler. Mit exakt 75 gelegten Kärtchen und einem kleineren Startstapel tüfteln wir im schnellen Modus am persönlichen Highscore. Im schwierigen Modus müssen wir jedoch wesentlich mehr auf strategisches Vorausplanen achten, mit komplexeren Kärtchen klarkommen sowie einer reduzierten Anzahl an Quests ordentlich haushalten. Perfekt also für analytischere Spieler, die sich gerne den Kopf zerbrechen. Beide Modi befinden sich aber noch in der Testphase und die Balance wird noch nachgebessert, was auch notwendig ist, da es derzeit noch hakt. Besonders spannend gestaltet sich der monatliche Modus und scheinbar auch förmlicher, denn nur hier werden wir vom Spiel ganz höflich mit Sie angesprochen. Ganz nach dem Motto gleiche Chance für alle duellieren sich im aktuellen Monat alle Spieler mit dem gleichen einzigartigen Seed und denselben Regeln. Zur Veröffentlichung am 28. April wird dies ein eher schnelles Spiel mit 150 zu platzierenden Kärtchen sein. Die Entscheidung für einen Monatsmodus anstelle von täglichen oder wöchentlichen Wettkämpfen begrüßen wir sehr, denn so wird der Zen-Effekt trotz Wettbewerb nicht zerstört und es bleibt genügend Zeit für ausreichend lange, entspannte Partien. Trotz der Vielzahl an Änderungen sind die Entwickler der Kernmechanik von Dorfromantik dabei aber immer treu geblieben und haben sie für den vollen Release stetig verfeinert und weiter ausgebaut. Mit der richtigen Balance bieten die neuen Modi eine optimale Ergänzung zum bereits hervorragenden klassischen Modus. Und dank der malerischen Optik und einzigartigen Atmosphäre eignet sich Dorfromantik nicht nur für meditatives Puzzeln zwischendurch, sondern bietet auch eine erstaunlich gut funktionierende Suchtspirale aus Belohnung und Highscores, die das vermeintlich kleine Spiel zu einem echten Zeitfresser macht, bei dem selbst nach unzähligen Stunden nie Langeweile aufkommt. Und wenn Dorfromantik demnächst auch noch auf der Switch und wie von Anfang an geplant auch auf Mobile-Geräten landet, dürfte der Siegeszug des Aufbauhits erneut einen spürbaren Schub erleben. Bis dahin sollte euch die aktuelle PC-Fassung aber schon sehr lange beschäftigen können und so bleibt am Ende nur die Frage, wie wollen die Entwickler von Tucana Interactive diesen Erfolg mit ihrem nächsten Spiel noch toppen? Die Antwort darauf kann aber noch warten, wir haben ja noch genug Kacheln auf dem Stapel.